Und damit hallo zurück zum Let's Play von Star Trek Voyager Elite Force. Wir waren eben im Kubus unterwegs, haben teilweise sehr großen Widerstand erfahren und ja, Seven hat herausgefunden, dass es wohl eine Spezies gibt, über die in den Borg-Dateien Informationen sind, die besagen, dass davor sogar die Borg Angst haben. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt fahren wir mal hier runter. Wenn es denn irgendwann losgeht. Ah, jetzt. Der Bund. Na, was das wohl heißt. Okay. Ich will hier lang. Geh da weg. Geh weg. Lass mich. Da will ich lieber nicht reinfallen. Ihr auch was da hinten oder seid ihr nur Deko? So weitergeht, habe ich bald keine Muni mehr und die keine Borg. Oh, noch ein Aufzug. Aufzugsfetischisten. Komm auf, hopp. Sie stehen mir im Weg. Wie, du kannst. Alter, du kannst doch einfach da stehen bleiben. Es muss hier irgendwo einen Verteiler geben. War's das? Aber vielleicht kommt ja hier noch was. Wow. Oh. Lalalala. Der Borg-Kubus ist auch nur ein bisschen ungemütlich. So. Weiter geht's im Programm. Das sieht den Borg aber eigentlich nicht ähnlich. Was ist das? Das Vinculum. Es ist der Mittelpunkt, durch den alle Gedanken der Borg verarbeitet und organisiert werden. So entsteht Ordnung aus dem Chaos. Egal, wir sind es. Wir sind die Borg. Sie wendet sich gegen uns. Jerome, nicht! Das Vinculum kontrolliert sich! Fenrich Alexander Monroe des Raumschiffs Voyager, Spezies 5618. Sie sind der Anführer Ihrer Einheit. Ja, das bin ich. Wir wünschen zu verhandeln. Verhandeln? Sie und Ihre Mannschaft können dieses Schiff mit dem Isodesium, das Sie zu erhalten versuchen, verlassen. Klingt gut. Was wollen Sie von uns? Wir haben von dieser Einheit Informationen assimiliert, die Ihre vorherigen Begegnungen mit Spezies 8472 beschreiben. Spezies 8472? Dieses Schiff war an dem Kampf mit Spezies 8472 beteiligt. Zahlreiche ihrer Art infiltrierten unser Schiff. Die Sonde der Ford griff uns während dieses Konfliktes an. Folgend auf die Zerstörung der Sonde wurden wir zur Ford gebracht. Genau wie viele der Spezies 8472. Die Richtung, die dieses Gespräch nimmt, gefällt mir nicht. Trotz unserer Anpassung ist Spezies 8472 resistent geblieben. Wir haben ihren Lieutenant Les Foster assimiliert, weil wir so versuchen wollten, Kampftechniken zu erlernen und Informationen zu gewinnen, die uns helfen könnten, den Kubus vor Spezies 8472 zu schützen.
Sie haben aber das Isodesium gestohlen und nutzen es als Energiequelle. Sie reproduzieren sich sehr schnell. Wir können sie nicht unter Kontrolle bekommen. Ich verstehe. Und wir sollen sie für sie aufhalten. Diese Einheit enthält Erinnerungen an spezielle Nanosonden, die von der Voyager entwickelt wurden, um Spezies 8472 zu eliminieren. Sie sollen sie benutzen, um die Heimsuchung auszulöschen. Sie müssen verrückt sein, zu denken, dass wir ihnen helfen. Warum sollten wir euch nicht alle hier lassen, damit ihr euch gegenseitig umbringt? Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Nehmen sie an, oder sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Gut, wenn sie es so sagen. In Ordnung, wir tun es. Sie werden sich auf diesem Weg zur Quartier-Umgebungskontrollkammer 9 Alpha begeben, wo sie das Lager der Spezies 8472 finden werden. Ihr Resistenzquotient ist sehr hoch. Seven, sind Sie... Das Vinculum hat mich freigelassen. Interessant zu wissen an dieser Stelle, hätten wir es damals nicht geschafft, in der letzten Folge Foster zu retten, bevor er assimiliert wird, hätte jetzt nicht Seven zu uns gesprochen, sondern Foster. So. Man kann einem Borg nicht trauen, die haben uns schon zuvor hintergangen. Ja. Das mag sein, aber das Isodesium liegt hinter dem betroffenen Bereich. Wir hätten ja, auf jeden Fall nicht durchgehen müssen. Ich denke trotzdem, dass das keine gute Idee ist. Ich ja, ich auch, aber nicht. Naja. Ja, nur Seven kann das. Ich bin zu doof, den Knopf zu drücken. Wie sollen wir sie mit diesen Waffen schlagen? Spezies 8472 regeneriert ziemlich schnell. Seit unserer letzten Begegnung mit Spezies 8472 habe ich unsere Waffen daraufhin modifiziert, dass sie effektiver gegen sie eingesetzt werden können. Die Heimsuchung, das klingt ja gut. Wow. Ja. Kommt nur her, so geht's euch allen. Okay. Den hat's. Du hast... Da, so eine Fehlfunktion. Oh Mann. Uah, Alter! Diese... Ja! Drecksviecher! Habe ich das Ding hier, also. Sonst würde es mir genau so gehen. Oh, der hat sogar nur noch einen halben Kopf. Wahrscheinlich abgebissen. Fertig. Unten bleiben. Ruhe im Karton hier. Oh. Was gibt's hier? Ach, hier sind die Mistviecher vorhin rausgekommen. Komm nur her. Ich hab noch mehr. Genug für euch alle. Mann, echt, die sind so creepy irgendwie. Das ist echt unangenehm. Kam mir her? Ja, hier kam mir her. Hä? Jetzt habe ich mich verfranst. Hier müssen wir lang.
mir echt egal. Ach, guck mal. Hält sich sogar noch fest hier. Ach, Klimmzüge, der Arm. Der will bleiben. Die da immer so dreckig lacht. Was ich nicht verstehe. Deinen Arsch retten. Was ich nicht verstehe ist, wenn die Borg doch jetzt schießen können, weil sie ja so lange vom Kollektiv getrennt waren, warum machen die das nicht? Also quasi nicht das gleiche wie hier mit WC872 einfach über den Haufen schießen. Können sich doch einfach von diesen Rutschen so ein paar extra Pulswerfer dies hier abkaufen. Komischer Typ, ey. Die schrumpfen. Ich stehe bestimmt wieder im Weg. Nein, doch nicht. Diesmal kannst du da stehen bleiben. Ja, lauf doch noch langsamer. Ist die Ruhe selbst. Auch im Angesicht der Spezies 8472. In Deckung! Ihr schießt mir in den Rücken, das ist euch schon klar, gell? Sie werden assimiliert. Warten Sie einen Moment, wir haben doch verhandelt. Wir hatten einen Deal. Verhandeln ist irrelevant. Sie werden assimiliert. Ich habe es gewusst. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Entdeckt und sind bereit zum Beamen. Beamen Sie das Isodesium und mich direkt zum Maschinenraum. Verstanden. Initiiere Beamen. Ist mit dem Isodesium direkt zum Maschinenraum gebeamt. Wenn Lieutenant Torres recht hat, sollte die Voyager in ein oder zwei Tagen wieder Energie haben. Das Hazard-Team hat bewiesen, dass es eine wertvolle Verstärkung ist. Sie alle haben bis auf weiteres Dienst frei. Mr. Monroe, ich muss Sie und Ihr Team für die Rettung von Lieutenant Foster loben. Er ist auf der Krankenstation und wird sich wahrscheinlich wieder ganz erholen. Sie alle erhalten Holodeck-Zeit. Ich schlage vor, Sie nutzen sie auch. Okay. Los. Alter, kommst du nicht schnell genug aufs Holodeck oder was? Hey Monroe, schön das mit Foster. Der Doc sagt, er wird sich bald erholt haben. Ich war ja noch nie bei einem Einsatz dabei, aber ich sage mir, es gibt immer ein nächstes Mal. Hey Monroe, das ist toll, wir kommen doch noch hier raus. Ich hab schon gedacht, wir würden hier für immer festsitzen. Hey Alex, treffen wir uns im Casino, wenn Sie fertig sind auf dem Holodeck, okay? Sicher. Okay.
Ich habe gehört, dass sie es sogar ohne mich geschafft haben. Sie haben wohl Glück gehabt, was? Ja, genau. Er ist ein bisschen beleidigt. Ja, kann ich verstehen. Hier ist der Ausrüstungsraum. So. Hey, ich habe ein neues Trainingsprogramm für das Holodeck. Damit wird der neue Photonentorpedowerfer getestet. Wow. Hier, versuchen Sie es mal. Den probiere ich aus. Photonentorpedowerfer, das klingt abgefahren. Photonentorpedowerfer, das probieren wir mal aus. Ui. Ja, das ist Kronos, ganz eindeutig. Was zum... Und was macht der, wenn ich den starken Schuss mache? Na, finde ich das interessanter. Attacke! Nach Storokor. In den Torpedowerfer aufladen. Ich hab ihn jetzt so schnell leer geballert. Und jetzt? Wann ist das Programm zu Ende? Wann habe ich es geschafft? Jetzt? Jetzt? Muss ich hier hin? Hallo? Erwischt oder nicht? Oder hat man nicht? Ist hier noch irgendwer? Hallo? Muss noch irgendwer bedient werden? Ach, hier hinten. Ja, ist ganz nett, ne? Der braucht halt Unmengen an Energie, aber okay. Oh. Ich dachte, ich wollte mal alles. Schön, schön. Und? Oviedo, kommen Sie später wieder, wenn Sie möchten. Man. Ja, dann behalte ich den jetzt. Und schieß ein bisschen hier rum. Achtung, Torpedo! Mann. Ah, tschüss. Ach, nur Blödsinn im Kopf wieder. Okay, dann gehen wir mal auf Deck 2 zum Casino. Und dann war's das auch für diese Folge, glaube ich. Oder wir machen jetzt schon einen Break und gehen in der nächsten Folge ins Casino. Macht's schön gut. Bis dann.